Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rise of the Tomb Raider. Und wir sind zuletzt immer noch durch die alten Minen gerannt, haben ein paar kleine Auseinandersetzungen mit den mit diesen Söldnern da gehabt. Wie heißen sie nochmal? Trinity. Mit Trinity. Und jetzt schon wieder. Sind wir nicht jetzt gerade genau an der gleichen Stelle wie vorhin? Ach, hervorragend. Ja, hier. Sag mal, das gibt's doch nicht. Warum siehst du mich denn in dem verkackten Nebel? Schon wieder? Sehr gut. Du wolltest es ja so. So. Looten wir hier nochmal so ein bisschen. Loot, loot, loot. Ich habe Credits verdient. Jack Frost. Da ist noch einer. Qualmt das eigentlich? Nee, sieht nur so aus, als würde es qualmen. Na gut, machen wir mal weiter. Kann ich da hochgehen? Da kann ich hochgehen. Gucken wir mal, was sich hier oben versteckt. Eine Waffenkiste. Hurra. Vielleicht irgendwas Nützliches. Ich hoffe, dass noch ein Waffenteil drin ist. Manchmal sind da auch Relikte drin. Repetiergewehrkomponente. 1 von 4. Oh, Repetiergewehre mochte ich bei dem ersten Teil. Da gab es ja auch, glaube ich, Repetiergewehre. Ich meine, die fand ich cool. Eine Map. Sehr schön. Okay. Soll ich da halt echt runterrutschen? Kann man das kaum vorstellen. Aber gut. Das kippt doch so schon runter. Ja, es war ja klar. Oh je. Könnte ich irgendwie vielleicht hier runter, oder? Also mal, warum hältst du dich denn nicht fest, du dumme Nuss? In Deckung gehen, ja, das ist ein hilfreicher Tipp, wenn ich da runterfalle. Habt ihr gerade den Haken gesehen? Was hat der denn gemacht? Nochmal von vorne. Okay, einmal rum. Einmal hier hoch. Und dann werde ich versuchen, an die Leiter zu kommen. Ach schön, man kommt nicht an die Leiter. Gut, das ist natürlich ein hilfreicher Tipp. Ich glaube, ich muss den erstmal hier dein Stück hinziehen. Wird wieder die gleiche Geschichte sein wie vorhin? Nein. Ach komm. War doch kein Blödsinn. So, ein Stückchen. So dürfte das passen. Okay. Und jetzt, drehen wir mal. Die Frage, ob ich dann loslassen muss, dass er schwingt, oder ob ich den damit runterstürzen soll. Ach, guck mal, nee, wir füllen den mit Wasser gerade, ne? Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe. Aber ich werde trotzdem mal gucken, eventuell müssen wir den doch runterschieben. Ja, sag ich ja. Bam. Oh, oh.
Oh, oh. Oh, oh. Spring, Lara, spring. Oh, geschafft. Ah, es geht noch weiter. Ich wollte gerade in Ruhe einen Schluck Kaffee trinken. Oh mein Gott. Mhm. Also wenn Jacob noch leben wird sollte, ja, dann wünsche ich ihm recht herzlich viel Spaß. Wünsche ich ihm wirklich viel Spaß, zu uns zu kommen. Oh mein Gott, ey, heute passieren mir nur Unglücke. Kipp hier die ganze Zeit was um. Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Kitesh. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas, auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Aufwärmen, betreten Sie das Tal. Oh, wirklich jetzt? Aufwärmen? Ich schaue mich erstmal noch um. Sieht aus wie so eine ganz alte Kirche. Da liegen noch ein paar Münzen. Geh mal hier lang. Weil das da oben schon verwittert ist, ne? Normalerweise sind diese Kuppeln sind ja von innen dann auch in den typischen Glaubensrichtungen auf unserer irdischen Welt mit Blattgold und ähnliches überzogen. Und da wittert das schon richtig ab, ey. Ich finde das, finde ich schön gemacht, muss ich einfach mal sagen. Finde ich sehr beeindruckend. Das Spiel bekommt von mir eine 1 für die Atmosphäre. Eine 1 für die Atmosphäre und... Die Kunstfertigkeit ist trotz der Schäden atemberaubend. Genau meine Worte und meine Rede, Lara. Finde ich nämlich auch. Sehr schön gemacht. Muss ich mal einfach sagen. Sehr schön gestaltet. Da hat jemand Ahnung, was er tut. So, wie tauche ich nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr. Wie tauche ich? Ah, mit der rechten Maustaste. Ich erinnere mich. Ich muss noch weiter tauchen. Hier bin ich auf jeden Fall falsch. Kann man sich aber auch mal verlaufen, ne? Hier bin ich aber auch falsch. Von hier komme ich doch, oder? Hä? Also geradezu, warte mal, das hier geht's links. Ich könnte mal gucken, ob es hier noch weiter geht. Ah, hier geht's noch weiter. What? Schneller kann ich nicht schwimmen. Was soll das denn jetzt? Es ist ein Wunder, dass das hier alles noch steht. So, nochmal. Probieren wir es nochmal. Schwimme auf dem direkten Weg dorthin.
Na hier, kannst du Luft holen. Ah, prima. Mein Gott. Oh, aber ich sehe schon Sonnenstrahlen. Oh, ist das schick hier. Oh, jetzt regnet's. Ich dachte mir gerade, oh, ist das schön, Sonne. Dann fängt das an zu schütten. Aber ich glaube, es gefällt mir trotzdem. Ich glaube, es gefällt mir trotzdem ganz gut. Boah, guckt euch das an. Sehr, sehr genial. Und dann hier runter. Zack. Schön. Bleib sofort stehen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Nein, 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 nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte, hör doch, ich bin nicht euer Feind. Ich hab dich gewarnt. Du hättest abhauen sollen. Sophia! Es reicht! Ah, er lebt, natürlich. Warte. Ich dachte, du wärst tot. Ich bin froh, dass Sie es geschafft haben. Vergeben Sie, Sophia, es ist vorsichtig. Bescheuert, würde ich Sie nennen. An ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie sagt nicht mal Entschuldigung. Sie ist deine Freundin. Auf mein Wort. Dir wird nichts geschehen. Diese Ruinen... Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los, uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten, sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht und bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an, das Tal muss alarmiert werden. Oh, unglaublich. Sophia, sammle unsere Krieger und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es gibt viel zu tun. Wenn wir nur mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Okay, ich verstehe nur die Hälfte, aber... Wird schon. Kampfvorbereitung. Untersuchen Sie das Tal. Bestimmt finde ich hier was Schönes. Eine MP-Komponente. Oh, es fehlt nur noch ein Teil. Sehr schön. Geh zum alten Funkgerät und bring den Generator zum Laufen. Wir müssen noch eine letzte Nachricht ab. Diese Vase muss einmal sehr schön gewesen sein. Aber jemand hat sie mit Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. Mhm. Und so die anderen Siedlungen waren... Ich tue, was ich kann. Ihr zwei. Ihr müsst für mich das Tal überblicken. Geht zu den Klippen und... So, setzen wir uns nochmal hin und geben unseren Fähigkeitspunkt aus. Und seine Leute sind zäh. Das muss man ihnen lassen. Ich glaube, ich nehme... auf dem Weg. Sie könnten Hilfe gebrauchen. Ich glaube, ich nehme tatsächlich... Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist, muss ich ihn vor Anna finden. Wenn ich versage, waren alle diese Tode vergebens. Das will ich nicht auf dem Gewissen haben. Ich nehme doch mal die tödliche Präzision, weil die... Das habe ich schon in letzter Zeit öfter benutzt. Und wenn wir das schneller ausführen können, wäre das, glaube ich, sogar ganz gut. So, was haben wir denn hier? Schaden. Noch mehr Schaden. Haltezeit. Ich hätte ganz gerne die Zielgeschwindigkeit, aber... Gut, die können wir auf jeden Fall erstmal nehmen. Das können wir eigentlich auch nehmen. Dafür habe ich die Teile. Angepasste Wurfarme. Sehr, sehr gut. Wir können uns jetzt mittlerweile natürlich auch bei unserer kleinen Pistole so ein bisschen was noch dazu bauen. Da
Erweitertes Magazin brauche ich aber nicht. So. Sollen wir mal schauen, was wir hier jetzt tun können. Wir sollten damit rechnen, dass sie aus der Luft kommen. Ich brauche mehr Holz für das Feuer. Das meiste Holz ist bei der Reparatur der Wachtürme draufgegangen. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Tja, wenn Sie Pfeilspitzen für die Schlacht wollen, brauche ich mehr Feuerholz. Ich habe jede Menge geschlagen. Abgesehen davon, ich weiß nicht, wie viel Zeit dir noch zum Schmieden bleibt. Stacheln gehen schneller als Breitspitzen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Oh, hallo. Sie sind Jacobs Gast. Ups. Wenn Sie irgendwie helfen wollen, weiter unten am Weg werden gerade die Wachtürme repariert. Nichts für ungut, aber Sie sehen nicht so aus, als könnten Sie mit dem Amboss umgehen. Super. Oh, hallo. Haben Sie Tauschwaren dabei? Irgendwas Brauchbares? Irgendwas schwirrt durchs Tal. Müssen Sie doch gesehen haben. Sie fragt mich nach Tauschwaren, ob ich irgendwas dabei habe. Und dann denke ich mir so, okay, lass mal gucken, was ich dir geben kann. Wir haben uns nie von den Sowjets erholt. Soll das ganze Ding einstürzen, wenn der Wind aufwischt? Die Sowjets waren also auch hier, okay. Dann ergibt das alles einen Sinn. Bevor wir hier fertig sind, gehen mir die Nägel aus. Wir können noch mehr aus den alten Hütten nehmen. Aus denen, die wir nicht mehr brauchen. Hallo. Wir könnten Hilfe brauchen, falls Sie deshalb hier sind. Schneiden Sie alle Kaninchen los. Wie geil ist das denn? Haha, witzig. Ja, bitte? Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Kampferprobt-Outfit kriege ich jetzt Missionsbelohnung. Ich versuch's. Mach ich. Danke. Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Schön. Muss ich runtergehen für. Ich könnte mit dem nochmal reden. Und dann machen wir in der nächsten Folge. Wenn Sie helfen möchten, sollten Sie weiter nach unten ins Dorf gehen. Dann machen wir in der nächsten Mission in der nächsten Folge die ganzen Missionen. Sieht das schick aus hier. Boah, ich würde mich ja hier mit der Kamera austoben. Das hier ist ja nicht Dorf, oder? Hier soll ich, glaube ich, die Sachen sammeln. Optionales Herausforderungsgrad. Ja, können wir auch noch machen. Aber ich würde sagen, oh, was haben wir denn hier? Hühnchen. Hühnchen! Du hast eine Feder. Hühnchen! Hä? Dann sperren sie ins Hühnergehege. Wo ist denn das Hühnergehege? Warum renne ich jetzt eigentlich mit dem Hühnchen rum? Aber wo ist das Hühnergehege? Das wird ein Problem. Vor ein paar Jahren im Sommer habe ich die letzten Zylinder aus dem Sowjetlager geholt. Müsste er hier vielleicht eigentlich irgendwo sein, ne? Ist das das Hühnergehege? Ich habe versprochen, sie zu schützen. Das habe ich getan. Wir hätten damit rechnen müssen. Wir wussten es besser, verdammt. Ja, das ist das Hühnergehege. Okay. Gut zu wissen, da ist noch ein Hühnchen. Hühnchen! Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen! Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen! Erwischt. So, dann habe ich schon mal zwei. Gibt es dann vielleicht eine Hühnchenpelz-Herausforderung oder so? Puff! So, das dritte Hühnchen will ich aber auch noch. Das schwirrt hier irgendwo rum. Wo ist es? Da! Hühnchen! Hä? Ich finde das Hühnchen nicht mehr. Na gut, ich würde sagen, an der Stelle mache ich erstmal einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und ja, bis dann. Euer Rio. Ciao.